Darf ich den Sound für dich machen? Okay. Eins, zwei, drei. Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Danke dafür, Bruder. Bruder. Er hat noch nicht mal einen Satz gesagt. Es ist wieder Cruzember, also momentan ist halt November, aber Cruzember kommt ja dann nach dem November. Leute, ich habe mit dabei Nico, Barit, ich auch, also ja, Spendi und Sascha, und wir spielen heute das altbekannte Spiel Wer bin ich? Ein Partyklassiker, den ich vor 30 Jahren damals erfunden habe. Ihr kriegt jetzt alle einen Zettel und dann schreibt ihr euch selber einen Namen auf den Kopf und ihr müsst so tun, als hättet ihr vergessen, wer ihr seid, okay? Alles klar, kriegst du das Handy? Nein, schau, du schreibst das für Nico. Sebastian. Du schreibst es für Sascha. Sebastian, ich hab dir auch ein Hämorrhoidenkissen mitgebracht. Sascha soll. Ich hab dir auch noch ein mitbringen, so ein Stuttgart. Ja. Das war ein Ehrengeschenk. Nico, seine Stunde ist Jo. Okay, ist gut. Schnick, schnack, also, Spendi fängt an. Spendi fängt an, genau. Ich fange an, was? Ja. Bin ich männlich? Ja. Ja. Komme ich aus Deutschland? Ja. Ja. Mach ich YouTube? Nein. Nein. Bin ich männlich? Nee. Ja. Bin ich männlich? Ja. Ja, ja, schon, doch. Ja, alles okay. Komm ich aus Deutschland? Nein. Nee. Achso, hast du fünf Grüße. Moin. Ja, Grüße gehen raus an dich, Peter. Bin ich eine Person? Ja. Also du bist kein Gegenstand. Bin ich männlich? Nein. Nee. Okay. Bin ich eine Person? Ich hab's auch entziehen lassen, aber ja. Okay. Bin ich männlich? Ja. Ja. Also kann es auch sein, dass ich einen YouTube-Kanal habe? Nein, nein. Ach, ich bin nicht Mr. Pisser. Ich bin so sicher, dass ich der bin. Mach ich Musik? Nein. Hör mir auf, Digga. Bin ich weiblich? Was hast denn du überhaupt? Was? Dann bin ich schon mal raus für heute. Mach ich YouTube? Nein, nein. Bin ich weiblich? Ja. Ja. Bin ich bekannt? Nee. Ah, bisschen schon. Bisschen. Ja. 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 Dann sieht man mich hin und wieder im Fernsehen. Zum Glück nicht, ne? Okay. Sieht man mich ab und zu im Fernsehen? Ja. Ja. Okay. Spreche ich Deutsch? Ja. 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 Ja, schon? Ja. Ja. Ah, okay. Aber komme ich aus Europa? Nein. Nein. Ich komm ja nicht aus Europa. Nee, du kommst nicht aus Europa. Richtig. Bist nicht aus Europa. Ja, genau. Genau. Spendi. Bin ich Schauspieler? Nein. Aber wer hat für mich aufgeschrieben? Spendi. Ja. Okay. Ja. Bin ich. Also ich bin weder männlich noch weiblich. Ja. Also bin ich halt ein Twitter. Nein. Bin ich in der Politik? Nein. Hey Bruder! War das nein? Vielleicht Bürgermeister, weiß ich nicht. Nee. Aber ich würde sagen nein. Nee? Ah, leider. Okay. Also, kennen wir diese Person? Hm. Ja? Ja, so. Schon. Ja. Ich eher weniger, der eine oder andere ein bisschen. Also du kennst sie? Ja. Und wir kennen sie alle. Also ich kenne sie nicht. Stehen wir in persönlichen Kontakt zu dieser Person? Du jetzt vielleicht nicht, nein. Nee. Bin ich 30 oder älter? Nein. Nein. Okay. Bin ich eine fiktive Person? Nein. Nein. Bei uns zwei Todesfläche die ganze Zeit. Hä? Bin ich fiktiv? Nee. Nein. Digga, steht da wirklich Maggi? Was? Steht da Maggi? Ja. Hey! Wirklich Spaß. Bin ich bekannt? Ja. Ja. Bin ich im Fernsehen zu sehen? Ja. Ey, ich raff's nicht, ne? Hey, zwei richtig gute Fragen, so, bin ich im Fernsehen zu sehen? Okay, wer könnte ich jetzt sagen? Wer ist im Fernsehen? Jo. Komme ich aus Amerika? Ja, doch schon, ja. Mhm. Bin ich Schauspieler? Ne. Ja. 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 Ei. Mal was mitgemacht, so rum. Ja, ja. Ja. So in die Richtung, genau. Okay, nee, er ist kein Schauspieler. Eigentlich nicht, ne? Er hat einen anderen Beruf, ganz klar. Nein, nee, okay, eigentlich dann hat er echt einen anderen Beruf. Dann geht's weiter. Nein. Bin ich YouTuber? Ja. Also YouTuberin, klar. Mhm. Also eigentlich nicht, aber ja, schon irgendwie. Gezwungenermaßen. Nee, schon freiwillig. So, dann mach ich weiter. Ich habe ganz am Anfang der Runde gefragt, ob ich eine Person bin. Ja. Habt ihr ja gesagt. Mhm. Die Frage beinhaltet halt aber auch quasi die Frage, ich bin nicht fiktiv. Also nee. Ich existiere im echten Leben. Nee. Ja, Jungs, dann ich ja, du bist eine Person, ja. Aber... Du bist halt zum Beispiel kein Holzbein. Du bist eine Person, aber eine reale, sondern eine fiktive. Ja. So. Alles klar, Jungs. Danke. Spendi. Bin ich Sportler? Nein. Oh, was bin ich? Wobei. Ich kenn's nicht. Du kennst es nicht. Ich kenne das nicht, was da drauf steht. Ja, eigentlich ja schon, oder? Was guckst du mich an, fragt Ah, was? Ja, jetzt aber... Ja, nein, weit. Damit ihm das weiterhilft, nein. Nee, das hilft da nicht weiter, nein. 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 Also, du bist. Okay, bin ich ein Fisch? Nein. Eigentlich schon, also, ja, aber jetzt nein. Nein. Okay. Bin ich über 30?
Nee, würde ich nicht sagen. Nein, nee, ich glaube nicht. Bin ich aus Deutschland? Ja. Ja. Habe ich über 1 Million Abonnenten? Nein. Nein. Dann kann es ja alles sein. Es kann sowas wie Superman, Iron Man, Batman, es kann alles sein. Eisenbahn wäre es ja auf Deutsch. Gibt es über mich einen Film? Ja. Ja. Okay. Habe ich eine Filmreihe? Ja. Ja. Okay. Bin ich jemand von den 3 genannten Superhelden, die ich gesagt habe? Nein. Mit einer Frage? Boah. Bei Ding aufgeschlossen. Ja. Kein Sportler, kein Musiker, kein Schauspieler. Bin ich Politiker? Habe ich das schon gefragt? Nein. Bin ja fiktiv, ne? Nee. Ja, die können das schon nochmal machen, komm. Okay, ich bin also nicht fiktiv. Ja. Nee. Also okay, bin ich tot? Hey, es war nein. Sag mal leise. Nein, du bist nicht tot. Was ist mit dir? Okay, alles gut. Jetzt komm. Bin ich eine fiktive Person? Ja. Ja. Aha. Spiele ich in einer Kinderserie mit? Ja. Ja. Bin eine Person aber, ne? Mhm. Nee. 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 Also. Ah ja. Keine Person. Okay, dann mach's mal. Ich habe aktuell einen festen Freund. Ja. Dieser Freund heißt Revinzeit. Nein. Okay. Hör mir auf. Ey, wie finde ich jetzt? Ich muss jetzt Fragen finden. Also. Okay, jetzt muss ich pokern, wie ich die Frage stelle. Ich habe sau den witzigen Witz, aber ich kann nicht sagen, weil dann erfährst du es direkt, aber ich sag ihn am Ende. Also haltet euch fest, okay? Haltet euch, merkt euch das. Danke. Ich besitze Superkräfte. Nein. Absolut. Mann, ich hab gewusst, ich besitze keine Superkräfte. Scheiße. Kein Politiker, bin ich ein Gegenstand? Nein! Ich bin schon mal ein Jahr lang groß und ich bin. Aber auch männlich, ein männlicher Gegenstand. Ah, männlich, ja. Ich bin ein männlicher Gegenstand. Es hätte auch der Tisch sein können. Revin, was bist du? Ich lebe, bin aber weder männlich noch weiblich, bin real. Du lebst nicht. Wie? Ich hab eben gefragt. Ja. Nein. Hast du nicht? Hä? Hä? Jetzt, der. Geh, wo du bist. Bin ich ein Schwamm? Nein. Mache ich Schminkvideos? Nein. Okay, logischerweise, mein Synchronsprecher spricht Deutsch. Ja. Alles klar. Kam neulich ein Film von mir im Kino? Nein. Nein. Ah, dann bin ich auch nicht Mr. Bean. Alter. Bin ich ein Model? Bin ich ein Planet? Nein. Ich war die Frage nicht mehr so dumm, ehrlich gesagt. Gibt's über mich einen Kinofilm? Nee. Nein. Würde ich mich, also Nico, würde ich die Person, die da draufsteht, attraktiv finden? Ja, das würde ich jetzt Nein beantworten. Oh, das ist schon fies. Ah, ich bin schön. Ich weiß es was nicht. Was hat er früher gesagt? Boah, Digga, wir können so nicht, das kann Thomas nicht reinschneiden. Doch, kann er bestimmt. Ich kann das nicht beurteilen. Also, wir können es nicht beantworten. Nee, wir können es eigentlich, kann es aber nicht abschätzen. Hallo, Izzy. Hi. Okay, bin echt am überlegen, was ich jetzt noch wählen könnte. Also, ist mein Freund ein YouTuber? Ja. Ist mein Freund ein sehr bekannter YouTuber? Ja. Mein Freund hat über 1 Million Abonnenten. Ja. Sein Kreis ist nur so klein. Aber er ist trotzdem so dumm. Ja, da gibt noch 3 Personen. Ah ja, Dinger, ist mein Freund Luca? Nein. Stier. Ach, Freunde, wirklich. Ich fühle mich so kurz vorm Ziel und jedoch so weit weg davon. Soll ich dir einen kleinen Hinweis geben? Nein. Gestern Abend waren wir noch bei dir essen. Das war doch. Oh, okay. Was hast du für einen Tipp? Verdammt, brutaler Tipp. Ey, Spendi, Junge, wie kommst du denn darauf? Ach, Junge, okay. Ist mein bester Freund gelb? Ja. Ja, Ash Ketchum aus Alabaster. Oh. Was hat der Tipp gesagt? Ich hab gesagt, gestern Abend waren wir bei dir essen. Sie Ash. Ach. Digga! Okay, Spendi, ich spiele mit dir, bis du blutest, wirklich. Nee, mach mal jetzt auch einen Tipp, komm. Fußballfunktionär. Bitte was? Ja, da kommt er nicht drauf. Bitte was hat er gesagt? Ja, hättest du hinhören müssen. Spacki? Stell eine Frage. Nein, sag doch. Stell dir jetzt eine Frage! Ja, es gibt doch einen Tipp. Das Ball ist rund, es muss in die Ecke. Ja, das ist ein guter Tipp. Bin ich ein Schiedsrichter? Hä? Also, jetzt, warte. Spendi, kennst du einen Schiedsrichter bei Namen? Nein. Aber ich dachte, da stand einfach nur Schiedsrichter. Bin ich überhaupt Mensch? Warte, nein! Du nein! Wie oft noch, Digga? Aber Mann. Sollen wir jetzt nicht alle mal einen Tipp geben? Gib mir mal bitte. Okay. Ja, Digga. Du bist grün. Ja, finde ich einen guten Tipp eigentlich. Ja, ist ja nur gut. Bin ich eine Kinderfigur? Nein. Nee. Mein Tipp bitte? Ey, was für einen Tipp können wir Peter geben? Du wohnst unter Wasser. Ja, genau. Aha. Ah, ich bin Patrick. Nein. Nein. Aber ich bin in der Serie. Okay, ich... Ich bin Gary. Eine Ewigkeit später. Egal, bin ich Brokkoli? Nein, aber fast. Was, bin ich ein Gemüse? Nein. Hä? Bin ich Gary? Nein. Ich war mir so sicher, Freund. Okay, Nico.
Du brauchst gar nicht lachen, Digga. Du hast. Ich, warte ganz kurz. Ah, ihr meint Dena. Ja, was ist die Frage? Ja, also Denas Freundin halt, diese Kati. Ja, ja, ja. Die bin ich. Ja. Alter. Okay, Spendi. Ey, keine Chance, ich hab, mir fällt da nichts ein. Null, okay, null, Spendi, null. Dein Vorname ist Rainer. Dein Vorname ist Rainer. Dein Vorname ist Rainer. Kenn ich trotzdem nicht, geschwürzt. Ja, oh Mann, Junge. Nein, ich kenn die Person safe nicht. Okay, ich bin dran. Rainer. Okay, kann ich jetzt mal einen geistkranken Tipp haben? Ich Marke. Was? Du bist eine Marke. Ja, eine grüne Marke. Du bist eine Marke, ja. Eine grüne Marke. Ja. Bin ich ein Biosiegel oder was? Oh, was denn? Ja? Kommt! Ich bin eine fiktive Person von SpongeBob. Ja. Ich hab Gary, ich hab Patrick, ich hab SpongeBob. Das war's ja schon fast in der Serie. Willst du den Charakter durchfragen? Ich kenne halt nicht, weil ich kenne auch diese Krabbe. Bin ich die? Mr. Krabs? Ja? Nein. Wenn er nicht mal weiß, wie die Krabbe heißt. Spendi, dein Vorname ist Rainer, du bist fett und kommst aus Leverkusen, an SpongeBob. Spendi, ganz wichtig, dein Vorname ist Rainer und dein Nachname ist Keimund. Wer bist du? Rainer Keimund, oder was? Ich kenne dich. Darf ich bei mir jetzt bitte alles. Sag mir so, dein Name beinhaltet was in der Mathematik jetzt gang und gäbe ist. Und ich stehe in sehr engen Verbindungen dazu. Geld. Oh mein Gott, okay. Passt, ja, aber... Die Marke Geld, genau. Geld minus, genau. Was, Geld minus? Drei. Nein, hat dein Maul. Eins. Ich sag's nur, wenn du es nicht kennst, dann bist du ein richtiger Bastard. Aber dass Revi nicht kennt, ist halt auch irgendwo. Ja. Ja, vom Gesicht her kenne ich den. Kennt er aber. Aber vom Namen. Weil wir es auch kurz vor der Aufnahme noch darüber gesprochen haben. Eine grüne Marke bin ich Rolex. Der grüne, hab ich eine lange Nase. Ja, ist in Rolex. Ja. Bin Thaddeus. Nein, ist in Rolex irgendwas Mathematisches im Namen? Ja, Pi ist mathematisch. Oder zum Beispiel ein Plus oder sowas. Hey Digga, ihr gebt denen gerade so viele Tipps. Also die Marke beinhaltet auf jeden Fall auch einen Buchstaben, der im Easy mit drin ist. Es könnte auch sein, dass es, ich bin mir nicht sicher, ich glaube umgedreht. Ah, ich bin 6 Plus. Genau. Ja, natürlich, klar. So, will mir nicht, ich kann jetzt auch aufdecken. Nein, ich kenne keine mehr. Wir spielen weiter, Mann! Ja, wir spielen noch weiter, warte. Bin ich Larry? Nein. Falsch. Da steht Gary. Leute, das was wir wollen, okay, im Video. Wer ist Larry? Ja, komm. Wer ist Larry? Das ist die Pumperkappe. Was? Die Pumperkappe. Die Pumperkappe. Was hat das? Die Pumperkappe. Ja, so nicht diese Krabbe, die jemand findet, studiert worden. Und ja, ist Larry. Tschüss. Danke, Spendi. Auf Wiedersehen. Ciao. Gerne. Pumperkappe.